Ich habe heute eine ganz leckere Verabredung mit Gianfranco. Dem gehört das Restaurant Prater. Das steht aber nicht in Wien, sondern zwischen Parma und Bologna. Ich habe schon meine Ferrari-rote Schürze unterm Arm. Wir kochen jetzt eine ganz tolle Bolognese zusammen. Ciao, Gianfranco. Ciao. Gianfranco macht uns heute eine ganz tolle Bolognese aus Karotten, Staudensellerie und Zwiebeln. Also wirklich ganz tolle Zutaten, was da auch wirklich reingehört. Also eine ganz authentische Bolognese. Dazu machen wir auch noch Schweinefilet, Kalb und Rind rein. Also ganz verschiedene Fleischsorten auch. Er schneidet jetzt hier gerade mal ein paar Karotten. Ja. Ja. Bei den Zwiebeln hat sich Gianfranco für rote Zwiebeln entschieden, weil die sind schön mild. Die schneide ich jetzt gerade mal klein. Es muss übrigens alles richtig schön fein geschnitten werden, damit das auch gleichmäßig gar ist hinterher. Weil so große Brocken wollen wir da nicht drin haben. Gianfranco nimmt jetzt ein ganz tolles Olivenöl, extra Vergine, und hat sogar einen Kupfertopf. Der leitet natürlich besonders gut und wird auch schnell heiß. Und wir schmeißen es jetzt rein. Also Öl ist jetzt heiß und das ganze Gemüse können wir jetzt reintun. Jetzt haben wir die Zipolle. Erst die Zwiebeln, die Karotte, dann die Karotten und den Staudensellerie. Das Wichtigste jetzt sind die Gewürze und Kräuter. Dafür nehmen wir ein bisschen Knoblauch. Wir haben das ja jetzt gerade alles angeschwitzt, das Gemüse. Langsam natürlich. So, Knoblauch, so, Petersilie. Das Ganze noch mit Pfeffer und Salz würzen. Dann etwas Lorbeer. Tre Foglie. Benissimo. Und Rosmarin. So, jetzt hat Gianfranco das ausgeschaltet. Wir gehen jetzt zum Wolf, also wo wir das Fleisch jetzt durchlassen. Gianfranco hat das Fleisch jetzt ein bisschen vorgeschnitten, dass es auch in den Wolf reinpasst. Und dann können wir es schon machen jetzt. Hat der Rollmeinse? Das Rind. Das ist schon. Da kann man zum Beispiel wunderbar auch Rinderoberschale nehmen. Es muss kein Rinderfilet sein. Vitello. Dann Kalbfleisch. Da kann man auch gut die Oberschale vom Kalb nehmen. Maiale. Und dann hat er noch Schweinefilet genommen. Schweinefilet ist ja nicht so teuer, also das kann man dann schon wieder nehmen. Und dann haben wir ein schönes Dreierlei Fleisch. Ich denke, dass das gerade den besonderen Geschmack der Bolognese ausmacht. Okay. Togliamo dall'oro e rosmarino. Gianfranco hat mir jetzt gerade erzählt, dass Rosmarin und Lorbeer wieder rauskommt. Dass das also wirklich nur ganz kurz mit angeschwitzt wird, um Geschmack abzugeben. Jetzt natürlich das Fleisch schön kräftig anschwitzen. Genau. Und dann kommt noch Rotwein und Tomatenmark mit rein. Gianfranco, wir holen jetzt mal deine Mama eben und fragen, ob du das auch richtig machst hier. Darf ich sie mal kurz fragen eben? Das ist die Mama vom Gianfranco. Ist das alles korrekt? Ja? Va bene. Ha messo tutti gli ingredienti giusti, va bene. Okay, gut, super. Dann bin ich schon zufrieden damit. Adesso ci mettiamo un goccio di vino nero. Vino nero. Sì. 10 minuti, poi ci mettiamo il concentrato. Gianfranco und seine Mama haben jetzt gerade das Geheimrezept verraten, und zwar 10 Minuten den Wein abkochen, also einkochen. Gianfranco nimmt übrigens keine Tomaten aus der Dose, sondern das kräftige Tomatenmark. Das kommt angeblich besser. Und da machen wir jetzt mal 2 Löffel dran. Adesso per 3 ore, goccio d'acqua, facciamo andare piano piano. Damit das Ganze jetzt richtig schön konzentriert schmeckt nachher, also der pure Fleischgeschmack, muss das jetzt wirklich 3 Stunden piano piano kochen. Das Ideale zu Bolognese ist wirklich Tagliatelle, also nicht Spaghetti, sondern Tagliatelle. Die hat uns eben seine Mama gemacht. Und er sagt, ganz wichtig ist auch noch, dass hinterher ein bisschen Parmesan drüber gestreut wird. Und ich probiere jetzt mal die Bolognese. Assaggia se va bene. Super. Schade, dass man da so weit fahren muss. Aber Sie können die ja jetzt demnächst auch zu Hause machen. Übrigens, die Rezepte auch für den Nudelteig finden Sie natürlich auf unserer Homepage. Und wir kochen jetzt die Nudeln. Pasta.